Es wird Zeit, dass ich zum Thema Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit Fashion mal ein extra Video mache. Und ich habe überlegt, dass ich euch heute einfach mal 10 Tipps vorstelle, wie man nicht nachhaltig sein kann, sondern nachhaltiger Stück für Stück werden kann. Denn die Begriffe, ich persönlich finde, dass es schon einen deutlichen Unterschied macht, ob ich sage, das ist nachhaltig oder ich sage, das ist nachhaltiger. Und das ist, glaube ich, nämlich auch so ein bisschen die Zauberformel, mit der wir schaffen können, dass es einfach auch in der breiten Masse ankommt, dieses Bewusstsein zu schaffen, dass es wichtig ist, nachhaltiger zu agieren, um uns alle und vor allem eben die Umwelt, in der wir leben und die wir ja noch lange genießen möchten, zu schützen. Deswegen heute an dieser Stelle keine Moralkeule, gar nichts, sondern einfach nur ein gemeinsames Helfen, hoffentlich auch unter den Kommentaren, falls euch noch weitere Tipps einfallen, wie man im Fashion-Bereich nachhaltiger Stück für Stück werden kann. Seid nicht zu streng mit euch und ich hoffe wirklich sehr, dass euch diese Tipps zum Teil vielleicht neu sind oder vielleicht zum Teil einfach nur ein Reminder für den Alltag sind. Tipp Nummer 1, pflege deine Kleidung. Es ist super, super wichtig, wenn du Kleidung gekauft hast und diese schätzt, dass du sie auch gut pflegst. Das heißt, schau dir wirklich mal in Ruhe an, vielleicht auch in dem kleinen Label, wie kann ich das Ganze pflegen, was sollte ich damit machen, sollte ich das bügeln? Und es ist auch ganz, ganz wichtig zu lernen, wie du Kleidung lagern kannst. Das heißt zum Beispiel, Strickteile sollte man eigentlich nicht aufhängen, weil die Faser sich komplett durch das Gewicht auseinanderzieht und dadurch dein Teil die Form verlieren kann. Genau das gleiche gilt natürlich auch mit Teilen, die auf jeden Fall hingehängt werden sollten, weil sonst vielleicht Falten entstehen, die man durch Bügeln nicht mehr so richtig rausbekommt und man dadurch eben vielleicht ein Kleidungsstück dann hat, was nicht mehr so schön aussieht wie am Anfang. Das heißt, durch die richtige Pflege kann man etwas langlebiger machen, es dadurch länger benutzen, ergo ist es auch am Ende des Tages nachhaltiger. Ein kleiner Tipp an dieser Stelle auch, man kennt es ja vielleicht bei Kleidung, das erzähle ich euch immer wieder, da entstehen ja so kleine Knötchen zum Teil. Das könnt ihr mit einem Fusselrasierer zum Beispiel auch wegmachen. Das zählt für mich auch auf jeden Fall zum Thema Pflege. Tipp Nummer 2, wasche deine Kleidung nicht unnötig oft. Kleidung kann man tatsächlich auch sehr, sehr oft lüften lassen. Also man muss die Kleidung nicht nach einmal benutzen waschen. Zum einen geht sie natürlich auch kaputt, da sind wir wieder beim ersten Punkt. Kleidung besser pflegen, also dementsprechend umso seltener ihr sie waschen müsst, umso besser. Versucht es also immer, gerade wenn ihr keine starken Gerüche dran habt, die Kleidung einmal zu lüften. Und wenn ihr dann wascht, dann achtet auf alternative Waschmittel, die etwas nachhaltiger sind. Da gibt es mittlerweile auch ganz, ganz viele tolle Sachen auf dem Markt. Und gerade beim Thema Trockner, Waschtrockner, das war damit noch ganz wichtig, dass ich das hier einmal erwähne. Das ist etwas, was wirklich auch sehr, sehr, sehr viel Strom verbraucht. Dementsprechend, falls ihr eure Wäsche nicht trocknen müsst, dann lasst es auch lieber. Aber natürlich ist es auch verständlich, falls ihr vielleicht Kinder oder sowas habt und ganz, ganz viel Wäsche täglich waschen müsst, dann ist so ein Trockner natürlich ein Lifesaver, aber da gibt es auch ganz viele tolle Modelle, die mittlerweile auch sehr, sehr viel Strom einsparen können. Tipp Nummer 3, tausche deine Kleidung mit Familienmitgliedern oder auch mit Freunden. Ich glaube, jeder von uns kennt es, man hat vielleicht einen Teil super, super gern gehabt, es ist eigentlich noch super in Schuss, aber man kann es irgendwie nicht mehr tragen. Entweder, weil man irgendwie so eine negative Erfahrung damit gemacht hat und dann diese Geschichte wieder in den Kopf kommt, oder weil man, sagen wir es einfach so, wie es ist, gelangweilt ist davon und das irgendwie nicht mehr einem selbst entspricht. Vielleicht gibt es aber jemanden bei euch im Freundeskreis oder im Familienkreis, der dieses Teil total gerne wieder verwenden würde. Fragt also gerne mal bei euch im Bekanntenkreis rum, ob irgendjemand mal Lust hat, aussortierte Kleidung einfach mal zu tauschen. Und was super cool ist, auch einfach so eine kleine Tauschparty zu veranstalten. Da kann man sich direkt treffen und gemeinsam einfach Kleidung durchprobieren. Vierter Tipp, ein Tipp, der absolut nicht zu vernachlässigen ist. Finde deinen Stil, denn es gibt tatsächlich nichts Blöderes, als wenn man irgendwie so einen Fehlkauf hatte oder wenn man dann mit einem Teil nach Hause kommt, wo man denkt, ja, das hätte irgendwie so gut gepasst und dann merkt man so, nee, irgendwie passt es doch nicht zu mir oder es passt einfach nicht zu den Sachen, die ich schon zu Hause habe. Deswegen ist es wirklich ein ganz wichtiger Punkt, dass du für dich einfach herausfindest, was deinem Stil entspricht und dadurch kannst du Fehlkäufe minimieren oder sogar im besten Fall komplett verhindern. Tipp Nummer 5. Wenn du Lust hast, dir neue Kleidung zuzulegen, dann achte darauf, dass du eher auf Secondhand setzt oder bei nachhaltigeren Labels kaufst. Und hier ist es wirklich nicht nur zum Beispiel auch auf Materialien zu achten wichtig, sondern es ist auch wichtig, auf die Gesamtkomponenten zu achten. Es kann nämlich durchaus sein, dass zum Beispiel Bio-Baumwolle, ich gebe euch an dieser Stelle einfach mal das Beispiel bei uns, bei Estelle Mar, weil das halt einfach etwas ist, womit ich mich jetzt persönlich auskenne, weil ich die Insights habe.
Biobaumwolle wird zum Beispiel in der EU gar nicht produziert. Das heißt, wenn ihr jetzt darauf besteht, dass euer Baumwoll-T-Shirt unbedingt aus Biobaumwolle sein soll, dann ist es so, dass ihr das sehr wahrscheinlich aus Fernost bekommen werdet. Beziehungsweise ist das Fakt, denn dort sind die größten Biobaumwollproduzenten. Das heißt, ihr kriegt dieses T-Shirt und es legt einen deutlich weiteren Weg zurück, bis es bei euch ankommt. Für diejenigen, die dort wohnen, kann es durchaus Sinn machen, dieses Biobaumwoll-Shirt dort zu beziehen. Nun ist es allerdings so, dass es auch andere Labels gibt, dazu zählen wir auch, die sagen, hey, wir benutzen keine Biobaumwolle, sondern wir setzen auf europäische Baumwolle, die allein schon deswegen, weil sie in Griechenland produziert wird, auf deutlich höheren Standards basiert. Sie ist zwar keine zertifizierte Biobaumwolle, legt dadurch aber einen viel, viel geringeren Weg zurück und ist auch in der Produktion auf jeden Fall etwas, was sehr, sehr, sehr gut mithalten kann. Dementsprechend möchte ich euch an dieser Stelle einfach nur daran erinnern, wenn ihr auch nachhaltigere Labels auswählt, dann achtet auch auf diese Komponenten. Also schießt euch nicht so nur auf eine Sache ein, dass ihr sagt, ich brauche unbedingt ein Zertifikat und ich brauche unbedingt diese Biobaumwolle, sondern lest auch mal hinten dran, was da so passiert in den Geschichten, von wo kommt das eigentlich, und damit könnt ihr dann auch sicher gehen und jedes Label wird in anderen Sachen ihre Stärken haben. Es ist noch kein super nachhaltiges und faires Label von heute auf morgen entstanden, weil das Ganze ein Prozess ist, und zwar an sich genau der gleiche Prozess, wie ihr ihn als Privatperson auch durchgeht, wenn ihr versucht, nachhaltiger zu werden. Tipp Nummer 6, ganz, ganz wichtig, kaufe Kleidung, in der du dich wohlfühlst. Es gibt ab und zu so vielleicht dieses eine Kleidungsstück, wo man sagt, boah, das könnte so geil aussehen. Vielleicht zum Beispiel bei mir wären es schulterfreie Teile, wo ich sage, oh, das sieht so toll aus, und wenn ich mir das vorstelle, ich werde mich so wohl darin fühlen. Und dann muss ich mich eigentlich nur daran erinnern, wie unwohl ich mich fühle, wenn ich dann meine Arme hochhebe und dann rutscht es wieder hoch und dann bin ich eigentlich nur am Zuppeln dran. Etwas, was für mich nicht so praktisch ist, oder zum Beispiel auch ein kratziger Pullover, den man anzieht und sagt, boah, der sieht aber so geil aus, aber er kratzt total, wenn ich ihn anziehe. Das ist etwas, wo ihr auf jeden Fall die Finger von lassen solltet, weil höchstwahrscheinlich werdet ihr dieses Teil einfach nur im Schrank liegen lassen. Und wenn es eine Alternative gibt an dem Tag, die ihr tragen könnt, in der ihr euch wohler fühlt, werdet ihr euch sehr wahrscheinlich immer dafür entscheiden und das andere Teil liegt dann einfach nur sinnlos im Kleiderschrank leider rum. Tipp Nummer 7. Kaufe Kleidung, die du dir an mindestens 5 Outfits an dir vorstellen kannst. Das ist für mich so eine kleine Faustregel. Wenn ich mir etwas Neues kaufe, dann überlege ich mir, kann ich das in mindestens 5 Outfits mir vorstellen, wo ich wirklich sage, die trage ich gerne, und da sind wir auch wieder beim alten Punkt, in denen fühle ich mich wohl und auf die habe ich Bock. Und dadurch gehe ich halt einfach sicher, dass das Teil keine Schrankleiche wird. Tipp Nummer 8, kaufe hochwertige Teile. Also achte nicht nur darauf, dass du dich wohlfühlst und dass du es zu möglichst vielen Sachen kombinieren kannst, sondern auch hochwertige Teile zu kaufen, weil dadurch fällt dir halt wiederum Punkt Nummer 1 leichter, die Sachen auch richtig zu pflegen und sie langlebig zu halten. Und wenn man langlebige Teile hat, ist es automatisch auch deutlich nachhaltiger. Ich glaube, das war eben gerade ein Vogel. Ich weiß noch nicht, ob ihr den gehört habt, aber das ist schon lustig mit all den Hintergrundgeräuschen hier. Genau, aber durch hochwertige Teile hat man halt wirklich etwas, gerade bei einem Basic, also Beispiel schwarzer langer Mantel, den man zu allem Möglichen trägt, und man kennt diese Teile mittlerweile ab einem gewissen Alter, die man halt wirklich viel, viel zu Hause hat, oder das sind einfach Klassiker, die man immer wieder tragen wird. Und wenn man sowas hat und sich für sowas entscheidet, dann kann man da auch wirklich ein bisschen Geld investieren, damit man eben auch ganz, ganz lange Spaß hat in diesem klassischen Schnitt, wie zum Beispiel eine gute Jeansjacke oder so auch. Und dadurch kann man halt auch natürlich nachhaltiger agieren. Und falls man sie vielleicht 2 Jahre lang nicht aus dem Schrank holt, ist es höchstwahrscheinlich auch nicht so schlimm, weil man dann 2 Jahre später wieder Bock drauf hat und genau Bock auf diese Jeansjacke hat. Punkt Nummer 9. Lasse Kleidung reparieren. Also falls du irgendwie mal was Kaputtes hast, du hast es gepflegt oder du bist irgendwo hängen geblieben oder sowas, versuch das Teil irgendwie zu reparieren. Wenn du zum Beispiel eine Jeans hast, wo jetzt schon mehrere Löcher entstanden ist, vielleicht willst du da nicht unbedingt einen Patch draufhauen, aber vielleicht sagst du auch, hey, du findest so eine Shorts ganz cool. Dann kannst du sie ja auch umfunktionieren und kannst die Jeans dann halt kürzen und hast stattdessen eine Shorts. Oder du machst extra ein paar Löcher rein, die dann halt gewollt aussehen. Oder du hast vielleicht mal ein Oberteil, wo ein blödes Loch entstanden ist, dann kannst du vielleicht auch mal die Schneiderin fragen, hey, können Sie mir vielleicht die Ärmel ein bisschen kürzen, weil hier ist es dann kaputt gegangen. Du kannst natürlich auch die Sachen zunähen. Es gibt so, so viele Optionen, auch gerade bei kleinen Schneidereien mal nachzufragen, wie man das Teil irgendwie noch retten kann oder ob man das so ein bisschen ummodeln kann, oder vielleicht kannst du es auch direkt selbst machen und dadurch kannst du dem Teil halt direkt auch nochmal ein neues und zweites Leben schenken. Tipp Nummer 10, um nachhaltiger im Fashion-Bereich zu werden,
Sortiere deine Kleidung regelmäßig aus. Dadurch weißt du nämlich auch ganz eindeutig, was du hast. Und vielleicht entdeckst du auch irgendein Teil, was irgendwo so da hinten war. Und du denkst so, boah, warum habe ich das total vergessen? Total cool. Und danach wird es dein absolutes Lieblingsteil. Sowas kannst du verhindern, solche versteckten Schrankleichen, sage ich jetzt mal, obwohl du sie eigentlich gerne tragen würdest, indem du regelmäßig aussortierst. Und das, was du aussortierst letztendlich, das kannst du natürlich auch spenden und dadurch kannst du der Kleidung einfach nochmal ein zweites Leben schenken. Wie du siehst, gibt es also wirklich ganz, ganz viele kleine Optionen, um Stück für Stück nachhaltiger zu werden im Fashion-Bereich. Mich würde es enorm interessieren, ob du noch weitere Tipps hast. Falls ja, lass es mich sehr, sehr gerne unten in den Kommentaren wissen. Und falls du dir noch weitere Videos im Bereich Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit Fashion wünschst, dann lass es mich sehr, sehr gerne wissen und ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben. Es würde mich auf jeden Fall freuen, falls du vielleicht nochmal Bock hast, auf Instagram vorbeizuschauen. Dort siehst du auch, wo wir momentan so mit unserem Van unterwegs sind, falls du dich gewundert hast über den Hintergrund. Das ist ein Auto. Ich sitze eben gerade in einem Auto. Aber ist eigentlich ganz lustig. Und wir sind momentan auf Fuerteventura. Aber wie gesagt, alle ist der Link unter der Infobox. Hier kannst du sehr gerne nochmal reinschauen. Hier verlinke ich dir ein passendes Video. Keine Ahnung welches, aber bestimmt ein cooles. Hier unten kannst du den Account abonnieren. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Und bis bald. Tschüss.